Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu The Valiant Hearts Let's Play. Und wir waren hier bei Freddy und ich habe mir mal so eine Kanone geschnappt und ich schätze mal, ich weiß schon, was wir tun müssen. So, ich gehe mal einen Schritt nach zurück. So. Ja, hat gut geklappt. So, hier müssen wir wieder, ja, wir müssen immer noch eine Brücke sprengen. Wo und wie, das weiß ich noch nicht, das wird sich zeigen. Und dort unten liegt ein Deutscher, seht ihr es? Und die Stadt, seht ihr das? Und hier ist ein Grab. Oh Mann. Und wieder ein Deutscher. Und wieder, und wieder. Ja, das sieht nicht gerade gesund aus. Ich schätze mal... Ja. Komm, 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 hoch, 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 hoch. Okay, gut. Was sollen wir jetzt machen? Soll ich den jetzt bewusstlos schlagen? Warte mal, ich habe hier noch eine Bombe. Kann ich den nicht bombardieren? Klappt wunderbar. Vielleicht was hinwerfen, ihn dann damit ablenken. So. Es funktioniert. So. Ah, hier ist noch eine Leiter. Ah, hier sind die ganzen Sprengsätze. Und die müssen wir garantiert betätigen. Hier ist auch noch so ein Teil. Hier fehlt was. Ach Mist. Ich hänge das mal hier dran und jetzt muss es funktionieren. Hohoho. So, das wär's. Ich lese das jetzt mal nicht vor. Das könnt ihr euch dann im Pausenmodus dann, könnt ihr da auf Stopp drücken und dann euch durchlesen. Ich werde einige wahrscheinlich verlesen, aber ich werde wahrscheinlich nicht alle, ja, vorlesen, weil, ja... Weil dort manchmal wirklich Wörter sind, die ein bisschen schwierig, hier, was haben wir denn hier aus, was ist das? Irgendwas zum Werfen. Dort liegen Bomben. Müssen wir die, müssen wir? Ja. Ach, das ist so eine Handgranate. Ach so. Ach, so schwer ist das jetzt gar nicht. Dort ist eine Leiter und mir deucht's, dass ich hier so einen Stein nehme und geht das. Geht wunderbar. So, hoch mit dir. Oh oh. Ich warte hier. So, versteck dich im Kram. Ich warte ab, bis er dort fertig ist und dann anfängt wieder zu schießen. So, ich warte. So, und jetzt. So, und jetzt wieder runter. Sicherheit geht vor. So, jetzt gehe ich wieder hoch. Und hier ist wieder so eine Handgranate. Muss ich die... Muss ich den da... Nein, die... Ich dachte, ich muss die jetzt auf den Kopf hauen. Aber tatsächlich ist es... nicht so. Ach so, doch, muss ich. So. Zehn Jahre später mitbekommen, dass dort eine Handgranate liegt.
Was? Ach so, Kanone, Dingens. Ah, Baron vom Dorf. Was? Nein! Nein, lass mich in Ruhe. Die Bomben! Nein! Liegt hier noch irgendwas, was ich... Nein, hier wollte ich nicht rein. Hier wollte ich aber rein. Komm mal, wir kommen hier nicht mehr raus, okay. Oh. Da ist keiner. Glaub mir's. Nein. Scheißen. Ich wollte ihn lenken. Also, ne? Genau so. Dann wollte ich hier hochklettern. In... Nein! Mist! Genau das wollte ich nicht erreichen. Okay, dann eben anders. Weil ich glaube, dort hinten liegt etwas. Seht ihr es auch? Aber der bewacht das so schön. Dann mache ich das hier so. Hoch. Ich drücke immer einen falschen Knopf. Jetzt. Hat er was für uns? Nein. So, war ich da richtig an... Ja, also ich war richtig der Annahme. Das möchte ich aber gerne vorlesen. Stickerei. Lein war kostbar und oft mit Initialen bestickt. Entgegen der landläufigen Meinung war das Sticken nicht nur Frauen vorbehalten. Viele Kriegsgefangene sticken während ihrer Gefangenschaft. Okay. Ist echt, echt interessant, was uns hier so, so erzählt wird. Ich drücke immer einen falschen Knopf. So, ich nehme mir Fallobst. Können wir hier... Nein, hier komme ich. Ja, natürlich. Okay. Aber wie... Raus kommen wir nicht, weil... Der steht dort oben. Mensch. Muss ich hier die... Komm. Warum meldet sich der andere nicht? Seltsam. So. Der ist überwältigt. Hier oben haben wir die Flagge. So. Was müssen wir... Ach so, jetzt. Ja. So. Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollten. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. Ja, 10. März 1914, deutsches Lager. Na, Chapelle war das. Und ich muss sagen, dieser Baron hier. Ja, ja, ja. Hier, der Typ. Der, man kann ihn auch mit so einem Russen, mit einem Moskaner, ja, vergleichen. So, hast du mir was zu sagen? Nein. Und wir haben hier wieder ein Tagebuch, ein Eintrag. Ach komm, ich lese das jetzt mal vor. 6 Millionen Kriegsgefangene. In den Jahren 1914 bis 1918 wurden von Kriegsparteien mehr als 6 Millionen Kriegsgefangene gemacht. Allein das Deutsche Reich hielt 2,5 Millionen Soldaten gefangen. Trotz des Haager Abkommens von 1907 und der Anstrengungen des Internationalen Roten Kreuzes waren die
Bedingungen meist hart, insbesondere für die einfachen Soldaten, die zu Zwangsarbeit genötigt wurden. Mehrere Hunderttausende kehrten aus der Gefangenschaft nicht zurück. Ja, das ist echt grausam. Oh, guck mal. Nein. So. Okay, hier können wir nicht durch. Der Hund will was zu trinken. Der kriegt was zu trinken. Und ich schätze mal, dass wir dieses Rad hier betätigen müssen. Oh. Liebes Sündchen. Ja. Was steht dort oben? Wursthaus. Okay. Wir haben hier einen Hebel. Was ist das? Dort hinten. Oh, ein Foto von Marie. Bilderrahmen. Auch wenn die Fotografie nicht weit verbreitet war, hatten viele Soldaten Fotos mitgenommen, bevor sie in den Krieg zogen. Professionelle Abzüge wurden auf Fotopapier entwickelt und auf einen festen Untergrund geklebt, damit sie nicht rissen. So. Einige Fotos wurden direkt als Postkarten gedruckt, besonders wenn sie als Gruppenfoto gedacht waren. Ja, und ich kann diesen Teil betätigen. Emil! Karl! Karl! Marie, est-ce que ça va? Mein lieber Vater, wir leben in ständiger Ungewissheit. Die Deutschen benutzen die Bewohner von Saint-Mihiel als lebende Schilde gegen die französische Artillerie. Ich hoffe, die Deutschen behandeln dich gut und deine Wunde verheilt langsam. Ich lege ein Foto von Viktor bei und küsse dich innig von ihm. Alles Liebe. Bitte melde dich bald. Verdammt! Adieu, Karl. Die Familie ist irgendwie richtig bestraft. Ja, eigentlich sind das Feinde, aber... Hey! Okay, wo soll ich dem hin tun? Oh, wir haben hier wieder einen Eintrag. Ich, lass das mal eingeblendet. So. Ihr könnt ja in der Zeit dann auf Pause drücken. Was haben wir hier? Keine Ahnung, was ist das? Oh, Feuer. Dort hinten ist noch so ein Rädchen. Können wir das auch noch drehen? Ja. Ah, okay. Wir müssen Würstchen machen. So, Wasser ist drin. Feuer ist auch da. Das Wasser kocht. Da kommen die Würstchen. Irgendwie ekelhaft. Oh, und guck mal, der Hund. Ich hau ab. Ich will da nicht. Nein! Ich bin tot. Oh, was? Der Hund hat uns das Leben gerettet und ist ja gut. Och, ist das süß. Oh, süß. Ah, der Hund ist... Der begleitet uns jetzt, oder? Ja, der begleitet uns jetzt. Schwander Nichtlings, der Blunderklum. Was? Das klang nicht nach Deutsch.
Okay, also haben Sie unseren Schwager mitgenommen. Er ist mit im Luftschiff und ich habe so das Gefühl, ich nehme hier lieber so eine Flasche mit. Was ist das? Na super, hier fehlt irgend so ein Hebel. Können wir... ach so, der ist auf dem Baum. Können wir das abschießen? Simpel. Ah, okay. Wir können ihn befehligen. Bring uns den Hebel. Oh, ist ja süß. Merci, Wald. Okay. Der Hund ist echt praktisch. Das sind Bomben, ne? Das sind Bomben. Ich habe das beim ersten Blick gar nicht richtig erkannt. Das dort vorne, das dort hinten, war jetzt auch nicht... Okay. Dort unten liegt auch so eine Bombe, kann das sein? Das ist echt gefährlich. Ach so, Achtung, Handgranaten. Ja, warte mal kurz. Kann ich drüber steigen? Nein, kann ich nicht. Ah, okay, warte, nein! Es war zu langsam. Ich habe eine andere Idee. Dort geht's nicht weiter, ne? Aber sobald wir... Genau, ja. Der Hund kommt jetzt... Nee, dann gut. Dann bleib dort, wo du bist. Komm, probieren wir es nochmal. Wir kommen dort nicht hoch. Hab ich etwas vergessen, eventuell? Oder bin ich einfach nur zu langsam? Nee, das ist... Hey, Walt. Walt. So. Mal gucken. Ist wunderschön, ne? Zweite Folge und schon hänge ich. Nein, das war ein super Plan. Man hätte es aber auch von der anderen Seite probieren können. Ach, das ist schwierig. Aber ich kann hier auch nicht drüber klettern oder so. Ist ja verständlich. Ich würde jetzt auch nicht persönlich über Bomben klettern wollen. So, und loslassen und... Los. Ich komme dort nicht hoch. Ich komme noch definitiv nicht hoch. Ein Moment kurz. Ah, ein Moment. Dann gehe ich am besten mal da drauf. Hier. Und ich wette mit dir, dass ab hier jetzt auch die Aufnahme abkackt. Ja. Dann würde ich erstmal sagen, ich verabschiede mich erstmal für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns gleich, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin, ne, und macht's gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüssi.